Hi, Andi hier von Nexus Media. In diesem Video will ich dir zeigen, wie du deine Metadaten bei LearnDash anpassen kannst, also quasi den Autor oder das Datum entfernen kannst, genauso wie bei Blogbeiträgen und wie du deine Einstellungen in WordPress nochmal für den Anfang anpasst. Wir sind jetzt in der WordPress-Oberfläche, die wir so schon gemeinsam angelegt haben. Ich gehe auf mein LearnDash-Plugin und klicke einmal auf Lektionen. So, ich habe schon verschiedene Lektionen für meinen Videoschnittkurs angelegt und klicke mal auf die erste Lektion Anfänge, Bearbeiten und sehe hier schon die URL, die aktuell zu dieser Lektion führt. Die öffne ich mal und was ich jetzt hier sehe, sind Metadaten. Und zwar, ich habe hier meine Lektion Anfänge und diese Daten hier werden automatisch von LearnDash bzw. von WordPress oder von dem Divi-Theme generiert. Also wer ist quasi der Autor, in dem Fall Nexus Media, und wann wurde dieser Beitrag erstellt? Also das ist im Grunde genau das Gleiche, wenn wir einen Blogbeitrag haben. Auch hier kommen diese Metadaten automatisch mit einher. Diesen Namen kann ich leider auch nicht verändern, den zieht er sich automatisch von meinem Anmeldenamen hier bei WordPress, in dem Fall Nexus Media, das sind quasi meine Login-Informationen bei WordPress, also meine User-Informationen. Ich könnte jetzt hier nicht mal meinen eigenen Namen Andreas Bind oder sowas eingeben oder ein Leerzeichen dazwischen machen. Und auch das Datum kann ich natürlich, wenn es hier steht, nicht beeinflussen. Und ich finde es nicht ganz so schick, gerade bei Videokursen, denn ich sag mal, gerade im Online-Marketing oder auch bei Videoschnitt, die Programme werden immer aktueller und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Tutorial bei YouTube anschauen müsste von Premiere Pro oder Photoshop von 2019, dann wäre ich schon so ein bisschen abgeschreckt, weil das Datum in der Vergangenheit liegt. Das Problem ist nur, wir können die Inhalte in unserem Kurs ja jederzeit austauschen. Also ich kann ganz einfach sagen, dass ich diesen Kurs jetzt 2021 erstelle, meine Inhalte erstelle und 2023 diese Inhalte einfach aktualisiere und ein neues Video zum Beispiel hochlade oder neue Texte mit anbiete und trotzdem steht hier noch das alte Datum, weil zu diesem Datum diese Seite erstellt wurde. Und genau das möchte ich verhindern. Ich will nicht, dass hier ein Datum steht. So, wie können wir das machen? Ich klicke hier auf mein WordPress-Icon, gehe zurück auf WordPress und gehe jetzt zum einen in meine Einstellungen. Es ist immer ein bisschen davon abhängig, welches Theme du aktuell nutzt. Ich benutze Divi, da können wir letztendlich auch die Einstellungen vornehmen. Ich bin erstmal in den WordPress-Einstellungen, klicke auf Allgemein und schaue mir nochmal diese Einstellungen durch. Ich will das so ein bisschen hier in dem Video mit aufnehmen, weil wir da bisher noch nicht drüber gesprochen haben. Und hier gibt es unter anderem Einstellungen, die für uns sehr wichtig sind. Also in den allgemeinen Einstellungen müssen wir erstmal nichts verändern, wenn das alles so auf unsere Bedürfnisse angepasst ist. Du solltest darauf achten, dass du hier deine HTTPS-Domain ausgewählt hast. Das haben wir im ersten Video schon gemeinsam gemacht. Du solltest den Titel der Website bestimmen und den Untertitel, denn genauso wird es letztendlich in Google angezeigt. Die Standardrolle eines neuen Benutzers ist erstmal Abonnent. Das kannst du später bei den Benutzereinstellungen dann auch noch ändern oder anderweitig anlegen. Das Datumsformat sollte passen und das Zeitformat sollte auch passen. Und die Woche beginnt am Montag. Das sind so unsere typischen deutschen Einstellungen. Ich klicke mal hier auf Schreiben auf den zweiten Reiter. Und meine Standardbeitragskategorie ist erstmal uncategorized. Das ist in Ordnung, weil wir haben noch keine Kategorien angelegt. Auch hier passen mir erstmal so alle Einstellungen. Es ist nur wichtig, sich hier einmal zumindest durchzuklicken. Hier würde ich gerade zu Anfang schon direkt etwas ändern. Und zwar, deine Homepage zeigt deine letzten Beiträge. Das sind in dem Fall unsere letzten Videokurse, wenn wir jetzt wirklich unsere Homepage öffnen. Ich nehme da aber immer eine statische Seite, eine Seite, die ich quasi neu anlege, also quasi meine Homepage. Wir haben nur noch keine Seite dafür angelegt, deswegen wähle ich das noch nicht aus. Das ist aber in WordPress eine der ersten Einstellungen, die ich immer verändere. Das schauen wir uns aber zum späteren Zeitpunkt nochmal konkreter an. Ganz wichtig ist diese Einstellung jetzt für den Anfang, die Sichtbarkeit für Suchmaschinen. Wir wollen erstmal Suchmaschinen davon abhalten, diese Seite in Google zu indexieren. Ich wähle das aus und klicke auf Änderungen speichern, sodass diese Seite, die momentan natürlich noch total im Aufbau und gar nicht aktuell ist, die soll nun nicht in Google erscheinen, sondern erst dann, wenn ich Google das Kommando gebe, also den Crawlern. Auch das werden wir uns natürlich später noch anschauen. Diskussion ist jetzt ein wichtiger Reiter, wenn es darum geht, Blogartikel oder eben auch dein Learn-Management-System, in dem Fall LearnDash, anzupassen. Also gerade willst du Kommentare beispielsweise zulassen und wir können das, wenn wir das Divi-Theme verwenden, direkt in Divi anpassen. Ich würde aber hier von vornherein schon die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Also zum Beispiel mir eine E-Mail senden, wenn jemand einen Kommentar schreibt. Ich will da keine E-Mail, wenn Kommentare geschrieben wird. Grundsätzlich will ich nicht mal Kommentare haben. Also versucht alle Blogs zu benachrichtigen, die mit dem Beitrag verlinkt sind. Benutzer sollen nicht kommentieren, deswegen wähle ich das schon mal aus. Erlaube Besucher, neue Beiträge zu kommentieren. Nein, ich will keine Kommentare.
muss der Autor bereits einen freigeben, weil er geschrieben hat, das wähle ich auch ab, denn letztendlich will ich keine Beiträge. Avatare anzeigen, also quasi hier so ein Anzeigebild für Leute, die eingeloggt sind, ist in Ordnung. Geht momentan erstmal nur mich was an. Später bei LearnDash können Nutzer auch noch ein Profilbild hochladen. Ich klicke auf Änderungen, speichern. Das sind so typische Blog-Beitragsinformationen. Was wir aber jetzt machen wollen, die restlichen Inhalte sind für uns erstmal nicht relevant, beziehungsweise hier sind die Voreinstellungen schon komplett in Ordnung. Ich gehe auf Divi und dann auf Theme-Optionen und jetzt hier oben auf Layout und kann jetzt entscheiden, welche Items quasi angezeigt werden sollen. Also nur um das nochmal anzupassen, öffne ich gerade nochmal meine Kurse in einem neuen Tab hier oben, gehe nochmal auf Bearbeiten, wähle nochmal die URL aus, auch in einem neuen Tab und sehe, momentan habe ich hier eben meinen Autor und mein Datum stehen. Und jetzt kann ich hier oben einfach auswählen, was ich nicht anzeigen möchte. Also Autor, Datum, das kann ich ganz einfach abwählen. Möchte ich Kommentare zu Beiträgen anzeigen? Das waren eben die Einstellungen, wir können es hier nochmal gesondert in Divi vornehmen. Nein, ich will keine Kommentare. Möchte ich Thumbnails für Beiträge anzeigen? Das ist in Ordnung, die will ich auch später hochladen, also quasi anzeigen Bilder. Möchte ich Kategorien anzeigen? Ich habe erstmal keine angelegt und die Kategorien lege ich eigentlich auch direkt in LearnDash an, deswegen brauche ich das nicht. Und Kommentare sollen auch nicht gezeigt werden. Ich wähle also alles ab, klicke auf Änderungen speichern. Wir gehen zurück auf unsere Kursseite. Ich lade die Seite neu. Nexus Media und das Datum sind entfernt worden. So ist es jetzt perfekt für mich. Ich sehe lediglich hier die letzte Aktivität, was aber auch erstmal nicht schlimm ist, denn dabei handelt es sich um die Nutzeraktivität oder wann etwas zuletzt aktualisiert wurde. Und das ist noch vollkommen in Ordnung. Aber zu solchen Einstellungen kommen wir ohnehin später noch. In diesem Tutorial sollte es erstmal maßgeblich darum gehen, wie du eben deine Metadaten entfernen kannst, sofern du das willst. Vielleicht möchtest du natürlich auch einen Kurs zusammenstricken, wo gerade diese Informationen super vorteilhaft sind, weil man einfach sieht, dass der Kurs aktuell gehalten wird, weil immer wieder neue Themenbereiche dazukommen. Man sieht es anhand des Datums. Man kauft den Kurs und sieht, oh, zuletzt kam gestern oder vorgestern eine Änderung dazu. Dann kann es natürlich auch vorteilhaft sein. Du sollst aber auf jeden Fall die Auswahlmöglichkeit haben, diese Metadaten zu entfernen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir.